Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Montag, dem 30.04.2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 363. Draußen stürmt's wie extrem und meine Schulter schmerzt, deshalb heute nur in ganz kurz. Bitcoin ATM, HoloLens Verkaufszahlen, Airport, MLab und Puma Wearable. Das sind die Themen, die ich heute für euch dabei habe. Zum einen gibt's in der Schweiz neben den im letzten Jahr schon geschaffenen Bitcoin-Automaten nun drei neue. Der eine in Zug, der zweite in Genf, also in der Westschweiz, und der dritte im Norden in Basel. Da kann man ab sofort Bitcoins, also Schweizer Franken in Bitcoins umwandeln oder umgekehrt. Wer also das Ganze mal ausprobieren möchte, sollte sich das Ganze anschauen. Links wie immer bei uns in den Shownotes auf daily.geektalk.ch. Dann gehen wir weiter. Microsoft hat das erste Mal Verkaufszahlen genannt zu den HoloLens. Das sind ja die AR-Brillen, die Microsoft mittlerweile oder bis immer noch erst an Entwickler rausgegeben hat zu einem relativ, ich sage es extra in Anführungszeichen, relativ hohen Verkaufspreis von ca. 3000 Währungseinheiten, und die gingen 50.000 Mal über die Ladentheke. Eine wirklich beeindruckende Zahl, wenn man eben bedenkt, dass es eben nicht nur so ein kleines Headset ist, was man sich mal so kauft, sondern dass das wirklich HoloLens sind, die an Firmen gehen, an Entwickler gehen, an Softwarebooten etc., die damit etwas schaffen, das man dann später als Kunde hoffentlich mal auch ausprobieren kann und nutzen kann, besser gesagt. Spannende Zahlen, und wir dürfen gespannt sein. Wahrscheinlich im nächsten Jahr wird dann hoffentlich die HoloLens 2 kommen und dann endlich auch für Normalkunden erreichbar sein, kaufbar sein. Wir gehen weiter mit einem Produkt aus dem Hause Apple, das erste Mal im Jahre 1999, also noch im letzten Jahrtausend, auf den Markt gekommen ist. Und das letzte Mal im Jahre 2013 ein Hardware-Update bekommen hat. Ich spreche von der Airport, den Airport-Steckern, die Apple, ja, mit denen Apple das Netzwerk, das eigene Zuhause, unterstützt oder verstärkt hat, das WLAN verstärkt hat. Ein sehr beliebtes Stück Hardware, war nicht unbedingt das günstigste damals, aber unter den Nutzern der eben Apple, ich sage jetzt nicht jünger, sondern Fans oder Nutzer der Apple-Produkte, ein sehr beliebtes Gadget, wurde eingestellt und eben, ja, was schon länger befürchtet ist, ist jetzt eben eingetreten. Wir dürfen gespannt sein, ob da wieder was kommt oder ob Apple da gar keine Bemühungen mehr macht, weil da gibt es ja genügend Alternativen auf dem Markt. Wer bei Google nach Speedtest oder Speedtest LTE sucht und das auf einem mobilen Device, Tablet oder vor allem Smartphone, der bekommt ab sofort das Ganze gleich in den Suchergebnissen angezeigt. Nicht von, wie man es vielleicht kennt, speedtest.net und ähnliches, sondern ihrem eigenen Speedtest MLab. Und ja, wer das möchte, sehr praktisch. Man muss aber wissen, dazu werden 40 Megabyte Daten runtergeladen oder aufgeladen, besser gesagt. Und somit geht das natürlich dann auch an euer Datenvolumen. Praktisch oder wie auch immer. Wer es nutzen möchte, soll es ausprobieren. Zu guter Letzt habe ich noch Fossil. Die Fossil Group wird in Zukunft oder hat jetzt eine Kooperation eingegangen mit Puma, dem Sportartikelhersteller, denn ab sofort wird Fossil die Puma Smartwatches und andere Wearables fertigen. Und das nicht nur einfach einmalig, sondern das Ganze soll zumindest jetzt im ersten Rutsch bis im Jahre 2028, also die nächsten 10 Jahre, soweit sein. Die ersten Modelle werden im nächsten Jahr auf den Markt kommen und ich bin da schon sehr gespannt. Hoffe natürlich, dass da ein gescheites OS drauf ist und das Ganze natürlich dann auch schön funktioniert. Wir dürfen gespannt bleiben und ja, das waren die News, die ich heute für euch bereit habe. Morgen gibt's wieder Neues. Euch einen guten und sicheren Start in die Woche. Habt einen schönen Tag und seid erfolgreich. Wir hören uns wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.